Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit meinem Iron Man. So, wir sind immer noch in Dolanar und wir haben hier noch zwei Quests. Einmal die Grimm-Eiche, nicht Leiche. Natürlich gleich Leiche. Und dann einmal die Fiole auffüllen. Ich würde fast sagen, wir gehen erst nach oben und hauen mal dem Grimm-Eiche auf die Nase. Und danach holen wir uns dann die andere Sache. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt gerade gesehen, da ist der Weihnachtsbaum. Das Weihnachtsevent ist gestartet und ja, ist bald soweit, ne? Oh, was bist du? Streitkolben. Ist der besser wie mein Stab? 2 bis 3 Schaden. 2 bis 3. Ja, nee. Okay. So, wir müssen jetzt da lang. Oh, Katze. Müssen wir mal einmal gucken, dass wir noch ein bisschen was das Aha ballern. Weil größere Taschen. Ne? Dadurch, dass wir ja die Sachen alle selber verkaufen und wir quasi eigentlich alles mitnehmen, was geht. Ich sammle immer alles. Brauchen wir Platz. So, das hier sind die normalen Trampler. Und da oben ist Grimm-Eiche. Wer jetzt Classic in letzter Zeit gespielt hat, kennt den. In Classic ist es ja eine Elite. Ich weiß gar nicht, ob der hier auch Elite ist. Ich glaube nicht. Aber im Endeffekt ist das jetzt so der Endtyp in dem Bereich hier. Es ist ja so, dass man, egal wo man questet, immer so am Ende der Storyline einen Mob hat. So, mal ein bisschen heilen. Sicher ist sicher. So, wir müssen aufpassen. Hier sind auch Spinnen und Katzen. Dass wir auf jeden Fall nichts im Rücken haben, wenn wir da jetzt reingehen. Weil normalerweise waren da immer 2 oder 3 drin. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht eine davon rauskriegen. Ich meine, mittlerweile können wir ja auch wurzeln. Das wird uns gleich ein bisschen helfen. So. Viele haben sich bestimmt gefragt, warum fängt die denn jetzt Ende des Jahres noch was Neues an? Weil ich Bock habe. Ah, da ist er. Nee, ist keine Elite mehr. Ursprünglich war doch da eigentlich mal in der Höhle, ne? Weiter oben. So, Mister. Kommen Sie her. Genau Sie brauche ich. Ja, sollte aber eigentlich ganz gut machbar sein. Jawohl. Das war's schon. So, wir haben jetzt schon die Reise gestaltet. Da würde ich mir irgendwann, wenn ich da mal ein bisschen was übrig habe, mir die Katzengestalt mal holen. Ich meine, das ist, tut nichts. Also, es hat jetzt keinen besonderen Effekt für mich. Aber ich finde die Katze halt einfach schöner. Es gibt ja mittlerweile auch so viele neue Gestalten, aber die sind halt echt teuer, ne? Wenn man sich die im AHA holt. Ach ja, hier, ich muss hier hoch. Komm ich hoch? Ja. So, dann geben wir die mal kurz ab. Und dann holen wir uns noch die Fiole. Hi. Ich glaube, der pflanzt die jetzt auch noch an. Normalerweise stand der immer unten am Wasser, glaube ich. Ja, genau. Erstmal den NPC heilen. Er tut nichts. Gut. Einfach mal nichts machen. So. Jetzt gehen wir noch schnell die Fiole holen. Der Brunnen ist hier hinten. Müssen wir einmal die andere Seite runter. Hier sind die anderen Katzen auch, wie ihr seht, ein bisschen aufpassen. So, und den Weg gehen wir dann da runter. Und ich glaube, damit sind wir dann auch schon fertig. Oder kam da was? Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier als Nachtelf, glaube ich, gelevelt habe. Die meisten habe ich ja ziemlich schnell hier rausgeholt.
Und dann weiß man halt eigentlich auch nicht, wie die Quests hier laufen. Gucken wir mal. Da. Stirb. Ich bin auch, wie gesagt, immer noch am Überlegen, wo gehen wir jetzt genau hin? Bleiben wir hier? Gehen wir nach Thanassos rüber? Oder machen wir uns ins Rotkammgebirge? Also gehen, oder Westphal, gehen wir nach drüben. Drüben ist halt wieder so die Sache, einmal Morlocks, ne? Morlocks können sehr anstrengend sein. Oder aber, was haben wir noch da drüben? Die ganzen NPCs da, die Menschen, Diffias. Ist das Diffias? Ich glaube. Könnte auch kritisch werden. Die laufen nämlich alle weg. Und alles, was wegläuft, ist immer gefährlich. Kann uns alles das Leben kosten. Alter, wie viele Katzen sind denn hier? Ich habe jetzt hier drei Stück gesehen. Da läuft eine. Da läuft eine. Muss auch ein bisschen aufpassen. Ja, sterben ja doch ganz schnell. Ach, da steht auch noch eine. Tarandella, was stehst denn du hier unten? Ich glaube, der müssen wir die Fiole gleich abgeben. So. Waren das alle Miezen? Ja. Das waren alle. So, jetzt erzählt ihr uns hier wieder eine Story, während wir auffüllen. Ja, mein Lieber. Mach du mal. Ach, stimmt ja, hier geht's ja noch doch noch weiter. Ich glaube, hier müssen wir gleich noch kämpfen. Was ist der Ruf der Natur? Ich bin mir aber nicht sicher. Nutzt die Macht, die Tandrella euch gewährt, Herz der Verderbnis durchzukämpfen und es zu zerstören. Ach ja, jetzt sind wir ja stärker. Was haben wir hier? Mondlicht? Beschwört deine Mond. Zieht alle verdorbenen Dämonen innerhalb von 40 Meter ran. Und damit können wir sie alle. Oh, habe ich falschen genommen. So, wir müssen da hoch. Bedeutet, wir werden jetzt hier rumrennen. Ja, die Bäume machen das schon. So. Ich habe leider gerade keine AOE, ne? So. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, guck mal, die kümmern sich aber darum. Ja, ich habe nichts zu kämpfen. Boah, ich hasse diese Quest, ne? Komm, Pflanze, tu du mal dein Ding. Oh. Hier, auch noch mal zur Pflanze. Auch noch mal zur Pflanze. Ja, mein AOE ist noch nicht so weit. So, hier ist eine Pflanze. Schön, wie wir einfach an der Pflanze vorbeirennen können. Und die sich dann um die ganzen Mobs kümmert. Das finde ich super. So, da ist die nächste. Die kümmert sich jetzt hier um die hier. So. Du nimmst die hier auch alle mit. Das ist gut. Der Zweig ist da.
Und jetzt fertig. Super. Jetzt einfach wieder zurücklaufen. Also so eine Quest, wenn die verbuggt ist, kann euch echt, ja, die kann euch echt, kann echt übel enden, wenn die richtig buggt. Kommt, Freunde. Aber es scheint jetzt gut zu gehen gerade. Oh, 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 oh. So. Und raus hier. Raus. Na, es gibt ja öfters mal solche Quests. Ich meine, diese Quest ist neu, die gab es damals nicht. Die schon mal so ein bisschen am Backen sind. Da müsste ich hier zum Beispiel bei den Untoten oben. Gibt es auch eine Quest, die gerne mal rumbackt. So, wir nehmen die. Gefäß. Alles klar. Und wieder zurück. Da muss man echt aufpassen. Ich meine, noch sind wir halt nicht so groß oder was, wie soll ich sagen? Wir sind ja halt noch in dem Levelbereich, wo das nicht so tragisch ist, dass wir keine grünen Sachen tragen. Aber das wird noch. Das wird noch. So, wir müssen. Ist doch egal, ob ich da oder da lang laufe. Wir könnten ja mal Reisegestalt nehmen. Es ist nicht viel schneller, aber ein bisschen. Kleines bisschen. So. Und ihr könnt ja auch beim normalen Ironman, ihr dürft ja auch nicht... Das Problem ist, man lässt ja auch die Quest und so nicht aus. Also, man kann zwar hin und her wechseln. Aber das ist halt wie... Ihr müsst halt ein gewisses Maß an Quest auch machen. Oh, da gibt es 32. Jawohl, nehme ich. Viel Glück. So, auf nach Dernassus. Auf in den Tempel zu Tyrande. Und ich denke, damit sind wir dann auch durch. Hm? Ich habe einen großen Kaffee vor mir stehen. So, wir haben jetzt hier auch jede Menge... Klein Scheiß, den werde ich auch alles verkaufen. Also ich werde jetzt hier nicht anfangen, Tag, die ganzen Sachen ins AHA zu ballern. Es macht eh wenig Sinn. Na, feiern wir wieder eine Party? So. Ja, Tempel war links rum, ne? Geradeaus, das ist die Tafel. Wir haben ja jetzt schon die Möglichkeit zu wählen, wo wir hingehen. Na, spätestens mit Level 10, was ja das alte 20 ist, können wir ja wählen. So, Berufe müssen wir dezent dran vorbeilaufen, dürfen wir nicht. Auktionshaus machen wir auf dem Rückweg. Und das werde ich wahrscheinlich auch wieder offline machen, das Auktionshaus. Da ich ja weder Gold und... Ich darf mir ja nichts schicken, ne? Es ist ja so, dass man sich bei Iron Man nichts schicken darf. Und deswegen sind Auktionen und Sachen verkaufen schon wichtig. Weil auch wenn ich mir keine Ausrüstung über Grün oder ab Grün nicht kaufen darf, ist es ja trotzdem so, dass wir... Oh, wunderschön, die ganzen Bäumchen. Es ist ja trotzdem so, dass wir hier Taschen... Oder Essen ohne Buff kann man sich ja holen. Heilen kann ich mich selber. Die Schildwache, was möchte denn die Schildwache da oben? Haben wir die Quest übersehen?
Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, die standen die früher nicht mal hier. Das kommt mir gerade so weit vor. Der Weg. So, hallo. Die Göttin gibt mir Kraft. Ah, das sind auch schon die neuen Modelle, ne? Guck mal. Unsere Feinde werden unseren Zorn noch kennenlernen. Sie klingt aber komisch. Ich bin geehrt. Benutzt den Teleportbaum im westlichen Teil von der Nassen Reis nach Ruteran. Benutzt den Teleportbaum um Reis nach Ruteran. Sprich dort mit. Unaufhaltsame Veränderungen. Okay, das ist. Laudanel. Das ist Leg ja. vor. Ist es nicht? Ja, da. Da würden wir jetzt anfangen. Das ist halt hier. Dunkelküste. Jetzt ist die Überlegung. Oder gehen wir hier rüber? Machen wir hier weiter. Wobei, erinnert euch an den Drachen, ne, der mir da so auf die Nase gehauen hat. Ihr erinnert euch. So, jetzt lass mal kurz gucken. Das ist Gezeiten des Krieges. Also wir könnten theoretisch nach BFA gehen. Das Problem bei BFA, habe ich ja letztes Mal schon erklärt, ist die Storyline. Es gibt ja hier den Moment, wo man mit diesen Loa-Hiras in dem Boot abstürzt. Mein Talentfrei hat ja auch kein Equip an. Ne? Wobei doch, der hat Equip an und der ist gestorben. Wenn ich mit der da drin sterbe, ist vorbei. Ne? Dann ist vorbei. Weil eigentlich fällt man ja runter, überlebt und schmeißt sich dann hin. Ha. Deswegen, ich überlege gerade, ob ich da nicht eher eine andere Zone wähle. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, welche. Weil ich habe Gott sei Dank die Wahl. Pandaria wäre auch so eine Idee, könnte man auch machen. Was sagt ihr? Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Eigentlich hätte ich mal mit euch abstimmen sollen. BC gehe ich auf keinen Fall. BC hat mich letztes Mal das Leben gekostet. Und Nordend. Ja. Weitere Option wäre Draenor. Wobei bei Draenor. Darf ich die Garnison aufbauen? Ich glaube ja, ich darf nur bestimmte Hütten nicht, ne? Irgendwas war doch da. Das müsste ich mir halt nochmal genau angucken. Ansonsten gehen wir halt einfach den Katerweg. Ganz normal, wie wir jetzt hier sind. Und werden erstmal, denke ich. Ach genau, ich wollte ja mal gerade gucken. Wie sieht es da drüben aus? Mit Tomorrow. Das ist auch 1 bis 30. Ja, tut sich alles nichts, egal wo wir hingehen. Wald von Elven ist auch 1 bis 30. 5 bis 30. Classic wäre dann wahrscheinlich eher erstmal eine gute Option. Spätestens wenn wir dann 30 sind, geht das Level in der Classic-Welt nicht höher. Die Mobs gehen auch nicht höher. Wäre wahrscheinlich eine bessere Option. So, meine Lieben, ich würde vielleicht fast sagen, wir werden uns dann jetzt, nachdem ich das auch aha gemacht habe, Richtung Kata bewegen. Ach so, wir müssen ja die Zone noch wählen. Was kann ich für euch tun?
Zeiten des Kriegers wollen wir Zeitforschung. nicht. Aber wir müssen, glaube ich, zu Chromi. Das heißt, wir müssen einmal nach SW. Glaube ich. Oder sind wir direkt in der Zone? Das ist halt die Frage, ne? Sind wir in der Zone? Eigentlich müssten wir das ja aussuchen. Aber ich habe auch keinen Aufruf für Chromi gekriegt, ne? Haben wir einen Aufruf für Chromi? Nee, haben wir nicht. Hiermit geht's ja zum König, Das ne? Licht sei mit euch. Ah, Chromis Aufruf, da haben wir es doch. Ja, gucke mal. Müssen wir auch nach Sturmwind. Und das hier ist BFA Storyline, die lassen wir. Na gut, dann lass uns. Ich werde jetzt nach SW reisen. Danach werde ich wieder zurückkommen. Und wir sehen uns, denke ich, dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns auf den Weg nach Dunkelküste machen. Also bis dahin. Tschüss.